Die EU ringt um ihre Position und ihr Vorgehen in Belarus. Die Proteste halten an, Lukaschenko will bleiben und aus Russland kommen klar Drohungen vor einer Einmischung. Jetzt haben die EU-Außenminister in Berlin über die Lage gesprochen und Sanktionen gegen mehr als ein Dutzend Personen beschlossen. The initial list was short, it has been increasing on the last days. Die anfängliche Liste war kurz und wurde in den vergangenen Tagen verlängert. Es fing mit 12 Leuten an, jetzt sind es fast 20 und das wird noch steigen. Wir wollen schrittweise gegen diejenigen vorgehen, die sowohl in die Fälschung der Wahl als auch die inakzeptable Unterdrückung der Demonstrationen verwickelt sind. Analysten in Brüssel sagen, Sanktionen seien nur wirksam, wenn sie richtig umgesetzt würden. Sie müssen eine sehr robuste, gemeinschaftliche und schnelle Lösung finden. Und ich denke, die Sanktionen sollten schwerwiegend sein. Sie sollten nicht als symbolischer Akt angesehen werden. Das bedeutet, sie müssen mehr als 5 oder 10 Personen treffen. Dabei sollten sie auch wirklich hochrangige Beamte abzielen. Präsident Alexander Lukaschenko hat bereits Gegenmaßnahmen angekündigt, etwa die Unterbrechung von Transitrouten oder den Boykott litauischer Häfen. Die Opposition wiederum sagt nicht Sanktionen, sondern nur das belarussische Volk selbst kann einen Wandel herbeiführen. Jedes Land muss für sich selbst entscheiden, ob es das belarussische Volk unterstützen will und ob es denkt, dass Sanktionen dabei der richtige Weg sind, uns zu helfen. Way to help us. Ich bin mir da nicht sicher. Wir werden sehen. Die Geschichte wird es zeigen. Die Europäische Union geht bisher bewusst vorsichtig voran. Brüssel weiß, dass dies vermutlich ein langer und schwieriger Weg sein wird. Kommenden Monat werden unter anderem die Außenminister, aber auch andere Stellen erneut über die nächsten Schritte beraten.